Die Balkanroute solle geschlossen bleiben, das Durchwinken von Flüchtlingen ein Ende haben. Vor dem morgigen EU-Gipfel untermauerten Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner von der ÖVP einhellig Österreichs Position in der Flüchtlingspolitik. Zudem wurde der Bank Austria Pensionsdeal mit großer Mehrheit angenommen. Damit sind künftig bei einem Übertrag von Beschäftigten von privaten Pensionsversicherungssystemen in die gesetzliche Pensionsversicherung 22,8% des letzten Monatsgehalts zu überweisen. Politik Live gibt es dann auch morgen wieder ab 9.05 Uhr mit Plenartag 2 des Nationalrats. Am Beginn steht hier eine Fragestunde mit Kulturminister Josef Ostermayer von der SPÖ. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse und weiterhin informatives Fernsehen mit ORF3, Kultur und Information. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich habe geglaubt, das ist in einer Dreiviertelstunde.